Hallo zusammen, ich gebe euch heute ein paar Tipps, wie ihr auf eine Klausur am besten lernen könnt. Vorneweg, das sind natürlich Tipps, die ich selbst über die Jahre herausgefunden habe. Ja, manchmal musste man das auch schmerzhaft lernen. Das heißt natürlich nicht, dass diese ganzen Tipps, die für mich effektiv waren, dass die unbedingt für euch gelten. Aber vielleicht kann man die ein oder andere Sache für sich mitnehmen oder auch merken, dass man auf dem richtigen Weg ist. Erster Tipp ist auf jeden Fall, weiterhin die Vorlesung des einzelnen Professors zu besuchen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Tipp, auch wenn ich der Meinung bin, dass man oft nicht ganz so viel in den Vorlesungen mitnimmt, wie man sich das vielleicht erhofft. Ich fand zum Beispiel immer, dass die einzelnen Übungen, also die klassengroße Vorlesung oder Stunde, die von den wissenschaftlichen Mitarbeitern gegeben wurden, immer viel effektiver war. Natürlich, weil man am Fall gearbeitet hat, weil man mündlich mitgearbeitet hat. Jedenfalls war das bei unserer Uni so. Bei der Vorlesung kann es oft sein, dass der Professor eventuell nicht so pädagogisch wertvoll vorträgt, eher langweilig. Manche sind dagegen natürlich sehr gut darin, aber ein guter Professor zeichnet sich oft leider nicht darin aus, was er pädagogisch rüberbringen kann. Trotz alledem, dass ich immer fand, die Vorlesungen sind oft nicht ganz so hilfreich, wie sie denn sein könnten, fand ich, dass es wichtig ist, hinzugehen. Nicht nur, dass der Professor sieht, dass man Interesse an seiner Vorlesung hat. Nein, es geht darüber hinaus, weil der Professor weiß natürlich, die Studenten, die in seiner Vorlesung sind, die mögen dann auch besonders gut abschneiden. Und deswegen gibt es manchmal so kleine Hinweise vom Professor, was er wichtig findet, was er nicht so wichtig findet. Und vor allen Dingen lassen manchmal Professoren auch durchklingen, in welchem Bereich sie planen, die Klausur zu machen. Aber kleiner Hinweis, was mir sehr, sehr oft untergekommen ist, ist, dass beispielsweise im Strafrecht ging es im besonderen Teil die ganze Zeit in den Vorlesungen nur um Vermögensdelikte. War natürlich erstmal die Frage, ob besonderer Teil dann die ganzen Delikte, die an der Person, am körperlichen Wohlbefinden ausgeübt werden, warum die nicht vorgetragen wurden. Viele hatten dann geglaubt, okay, wir haben die ganze Zeit Vermögensdelikte gemacht, deswegen kommt Vermögensdelikte auch in der Klausur vor. Jedenfalls kannte man das ja immer so von der Schule. Das, was vorkommt im Unterricht, das kommt auch in der Klausur. Und ein paar Mal hatte ich eigentlich genau das Gegenteil. Die Sachen, die in der Vorlesung vorgetragen werden, da geht der Professor davon aus, die sitzen, die hat man vorgekaut bekommen. Aber in der Universität, anders wie in der Schule, soll man ja auch beweisen, dass man selbst sich Sachen aneignen kann. Und deswegen kamen gerade die anderen Delikte dran. Also da müsst ihr noch ein bisschen gucken, wie ist euer Professor da gepolt. Weiter Lerntipp, der von Anfang an super wichtig ist, den ich selbst sehr lange falsch gemacht habe, ist, ich bin überhaupt kein Freund von großen Wälzern durchstöbern. Da kann jeder denken, was er möchte. Das sind bestimmt sehr, sehr wertvolle Bücher und ich habe auch das eine oder andere zu Hause. Aber oft sind sie wissenschaftlich so tiefgründig und so ausgearbeitet, dass sie euch in der Klausur nicht wirklich viel bringen werden. Warum ist das so? Das liegt nicht daran, dass wenn ihr dieses Wissen innehabt, dass ihr da nicht gut seid. Nein, besonders in den ersten paar Semestern kämpft man und soll sich auszeichnen mit Fallaufbau, Fallherangehensweise, Problembewusstsein und natürlich auch die Kürze, die man in eine Klausur bringen kann und trotzdem auf den Punkt kommen. Und das lernt man natürlich nicht, indem man ganz viele dicke Wälzer durchstöbert, wo wirklich nur Theorie, Meinungen drin sind, sondern woran lernt man es? Genau, wenn man selbst Fälle löst. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass ihr möglichst viele Fälle macht. Sagen wir mal, die nächste Klausur, die bei euch ansteht, ist eine Schuldrechtsklausur. Können auch eine Strafrechtsklausur oder eine Klausur im öffentlichen Recht sein. Auf jeden Fall, ihr wollt euch hinsetzen, ihr wollt effektiv lernen und denkt, oh, soll ich jetzt alle Streits auswendig können und alle Meinungen, die es gibt? Kein großer Freund von. Nein, ihr solltet euch vor allen Dingen hinsetzen und sagen, ich möchte so viele Fälle wie möglich lösen, damit in der Klausur kein Schockmoment aufkommt. Und das heißt, holt euch Fälle unterschiedlicher Art. Ihr könntet jetzt solche Skripte kaufen. Das ist jetzt ein solches großes Skript von Hammer. Gibt es genauso von Altmann oder ähnlichen. Ich bin eher der Freund dann von den kleineren. Leider habe ich die nicht mehr zu Hause, weil die natürlich für mich nicht mehr relevant sind. Da stehen dann Fälle im Schuldrecht oder so drauf. Die finde ich aber selbst eher so im SOS-Modus gut. Also wenn ihr wisst, oh Gott, in einer Woche ist die Klausur, ich muss jetzt so schnell wie möglich irgendwas reinpauken. Weil die Fälle von Hammer, fand ich vor allen Dingen, aber auch von Altmann, sind immer sehr, sehr kurz
um einzelne Probleme abzuhandeln. Aber es geht ja auch vor allen Dingen darum, große Fälle zu lösen. In der Klausur werdet ihr auch nicht 15 kleine Fälle bekommen, sondern ihr werdet einen großen Fall bekommen und den müsst ihr strukturiert abhandeln. Deswegen finde ich große Fallsammlungen besser oder solche, wo Fälle zumindest annähernd so lang sind wie in der Klausur. Hier ist nur so ein Beispiel, auch da gibt es ganz, ganz viele andere. Das hatte ich damals fürs Schuldrecht und insgesamt hatte das 38 Fälle enthalten, die ich alle durchgearbeitet habe. Darüber hinausgehend habe ich natürlich auch parallel noch ein anderes Fallbuch bei mir gehabt, nur um zu sehen, dass wirklich alle Probleme abgehandelt werden. Und auch hier sind die Streits nicht so ausführlich drin, wozu ihr dann auf der zweiten Hand natürlich noch ein normales Lehrbuch braucht. Und in dem Lehrbuch könnt ihr dann immer noch nachschlagen. Zum Beispiel hier wäre es das Loschelder Schuldrecht ATBT. Oder wenn ihr Erbrecht macht, ein Leibholz neben euch legen. Und da könnt ihr dann nochmal genauer die einzelnen Streits ausarbeiten. Dritter Lerntipp, den ich ganz wichtig für eine Klausur finde, wo ich selbst auch am Anfang lange falsch gemacht habe. Ja, wir müssen besonders bei Jura viel auswendig lernen. Definitionen ohne Ende, besonders am Anfang. Später wird es dann nicht mehr ganz so wichtig, weil entweder die wichtigsten Definitionen sitzen. Ganz am Schluss darf man sogar einen Kommentar benutzen. Dann sind Definitionen eh nicht mehr ganz so wichtig. Sondern wo wird man am meisten Punkte generieren? Und das ist beim Problembewusstsein. Ihr müsst euch ja mal vorstellen, 300 Studenten sitzen da und letztendlich schreibt 90% jeder das Gleiche. Jeder wird wissen, bei Diebstahl, Wegnahme, was, wann, welche Definition. Jeder wird wissen, wenn die Oma die Handtasche weggenommen bekommt von jemand, der vorbeirennt. Ja, Wegnahme wird ohne weiteres okay sein. Die Probleme sind das, wo sich Leute auszeichnen. Und da finde ich das Auswendiglernen eine völlig falsche Herangehensweise, weil ihr sollt verstehen und wenn ihr versteht, könnt ihr auch viel besser argumentieren. Und deswegen kommen wir wieder zurück, natürlich zu Punkt 2. Ihr solltet viele Fälle bearbeiten. Und da lernt ihr auch vor allen Dingen, und diese Fälle solltet ihr erstmal machen, bevor ihr die Lösung anguckt, werdet ihr merken, wie ihr besser argumentiert, ohne zu gucken, was sagt die herrschende Meinung, was sagt die andere Meinung, was sagt die Mindermeinung. Weil welcher Meinung ihr letztendlich folgt, ist egal. Und deswegen solltet ihr Problembewusstsein lernen und argumentieren. Also auswendig lernen vieler Probleme ist nicht die richtige Herangehensweise. Was ihr dagegen auswendig lernen sollt, das ist auf jeden Fall Tipp 4, sind neben Definitionen solche Aufbauschemata. Aufbau ist was ganz Wichtiges, weil man sich sehr gut daran entlanghangeln kann, weil man abhaken kann im Kopf oder vor allen Dingen auf der Skizze, was habe ich schon abgehandelt, was könnte noch ein Problem sein. Und hier auch wieder nur beispielhaft habe ich rausgekramt, Aufbauschemata, öffentliches Recht. Und öffentliches Recht ist ja auch eins der, ich würde sagen, schematisiertesten Rechtsgebiete. Also da müsst ihr euch wirklich stark dran halten. Und da fand ich diese Aufbauschemata sehr wichtig und sehr gut. Und da geht natürlich viel über auswendig lernen, weil Aufbau muss sitzen und dafür habt ihr oft in der Klausur keine Zeit. Mein fünfter und letzter Tipp ist nicht ganz unerheblich und den Tipp habe ich auch immer wieder gesagt bei meinen Videos zur Examensvorbereitung. Das heißt nicht, dass ihr nur Fälle macht. Nein, wir lernen ja vor allen Dingen auch durch Wiederholungen und ihr wollt ja nicht immer wieder den gleichen Fall machen. Nein, ich habe das meistens dann so gemacht, während ich Fälle selbst gelöst habe. Ich habe sie durchgelesen, habe sie selbst versucht zu lösen und erst wenn ich nicht mehr weiterkam oder fertig war, habe ich mir die Lösung angeguckt und habe in der Situation dann gelernt. Und das heißt nicht, ich habe einfach die Lösung angeguckt, habe gedacht, ja klar, weiß ich. Nein, wir Menschen lernen ja vor allen Dingen durchs Wiederholen, durchs Aufschreiben und durchs Wiederholen. Und deswegen hatte ich viele A5 große Karteikarten oder eben auch Blöcke, die ich in so A5 große Ordner geheftet habe, wo ich mir auf jede Seite wichtige Streits, Meinungen, aber auch Aufbauschemata aufgeschrieben habe. Und da, die habe ich natürlich immer wieder wiederholt. Ja, jetzt werden manche denken, ja, aber dann lernst du doch die Streits auswendig. Nicht unbedingt. Ich habe natürlich irgendwann gewusst, was die herrschende Meinung ist. Meistens ist die mittlere Meinung ja eh die herrschende Meinung. Aber was daran besonders gut war, ist, dass ich Probleme gelernt habe zu erkennen. Wenn man irgendwann weiß, das und das, räuberische Erpressung, Abgrenzung zum Raub ist ein großes Problem, dann sitzt das irgendwann. Und dann weiß man sofort, wenn man einen Fall liest, oh, der hat dem das weggenommen mit Gewalt, aber er hat sich noch gewehrt und den Gegenstand versteckt, was auch immer da alles drin ist,
da weiß man sofort, oh, das sind so Problempunkte, die müssen sitzen, die müssen sofort kommen. Und das lernt man vor allen Dingen nicht nur durch Falllösung, sondern indem man immer wieder wiederholt, was man sich selbst aufgeschrieben hat. Also vergesst nicht, ihr solltet euch die Sachen schön übersichtlich aufschreiben, am besten nicht zu viel. Deswegen finde ich A5 großen super Karteikarten oder Blöcke, weil das kurz und knackig, aber doch genug ist, dass man sich selbst mit eigenen Worten Sachen aufschreiben kann. Und wenn ihr dann früh genug anfangt, ich weiß, letztendlich ist immer der Druck, der bei vielen viel Lernmotivation auslöst, dann kann auch nichts schief gehen und dann hoffe ich, dass ihr gut durchs Studium kommt. Tschüss!